Gesunde Füße in Paraguay. Darum geht es heute im Paraguay-Talk. Und ich freue mich ganz besonders, eine Frau begrüßen zu dürfen, die erst seit 5 Wochen in Paraguay ist, in dem Bereich von Independencia wohnt, bei Carlos Pfannl, die 28 Jahre lang Krankenschwester war und in Deutschland sogar noch die Ausbildung gemacht hat zur medizinischen Fußpflege. Ganz herzlich willkommen, liebe Conny. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, liebe Conny, vielleicht bevor wir reingehen zu dem, was du machst und gerade das Thema Füße ist ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was hat dich denn überhaupt nach Paraguay geführt? Was hat mich nach Paraguay geführt? Ja, ich habe ja lang in Deutschland gelebt, in vielen Ecken in Deutschland, in der ehemaligen DDR, in Bayern und zum Schluss jetzt in Baden-Württemberg. Was hat mich hierher geführt? Die Sanktionen, die halt in Deutschland gekommen sind, dass vieles sehr teuer geworden ist und noch teurer werden wird. Und dann haben wir halt mit meinem Mann gesagt, wir überlegen uns, was können wir tun? Und waren eigentlich erst darauf aus, eine große Weltreise zu machen. Aber dann haben wir uns umentschieden und haben gesagt, jetzt nehmen wir ein Land und haben mehrere Länder zur Auswahl gehabt und haben dann gesagt, es wird Paraguay. Weil es uns hier einfach von den Bildern her, von allem her, was die Leute erzählt haben, so gut gefallen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht's nach Paraguay. Das heißt, ihr wart vorher noch nie da, ihr habt einfach Bilder gesehen und gesagt, so, und jetzt wagen wir den Schritt einfach mal. Genau. Man kann ja mal schauen, wie lange, genau, weil Weltreise kann ja möglicherweise immer noch kommen. Das ist ja alles, im Leben ist so vieles offen, genau. Wie waren deine ersten Eindrücke? Du bist ja noch ganz frisch da. Was war so das Erste, was du gedacht empfunden hast, wie du in Paraguay ankommen bist? Ich fand, wir sind von einem deutschsprachigen abgeholt worden mit dem Auto, tat natürlich gleich erstmal gut. Dann waren die Einwanderungshelfer mit dabei, war natürlich die Sprachbarriere gleich, man war total K.O. nach dem langen Flug. Das glaub ich. Und dann sind wir hier auf Nacht dann endlich angekommen, weil man leider noch eine Autopanne gehabt hat. Ne? Und dann kamen wir hier an und dann haben uns unsere Vermieter so herzlich begrüßt. Ach, schön. Das hat uns gut getan. Schön. Das heißt, ihr habt von Deutschland aus was gemietet. Wie habt ihr das gefunden? War das eine Empfehlung oder habt ihr einfach euch auf die Suche gemacht? Über die Telegram-Gruppen habe ich was gefunden. Wir hatten erst was anderes. Und Richtung San Bernardino, aber eigentlich wollten wir eigentlich immer in diese Ecke, weil uns das alles wir haben hier Bekannte, die uns erzählt haben und gerade so die Berge im Hintergrund, das ist halt einfach wunderschön. Erinnert auch ein bisschen an daheim, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Landschaftlich wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend. Also mir geht es auch so, wenn wir dahin fahren. Wir fahren jetzt auch wieder für 2 Tage dahin, wenn wir an sich nach Encarnación wollen, aber dann machen wir meistens dort halt, weil es einfach richtig schön dort ist, ja, absolut. Ja. Und du sprichst gerade an... Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Kein Problem. Was wolltest du sagen, Conny? Jedes Mal, wenn wir mit dem Auto fahren und so den Hintergrund sehen von den Bergen, das ist so, so schön. Wir bleiben so oft stehen mit dem Auto und gucken es uns einfach an. Einfach schön. Genießen. Ja, absolut. Ja. Und du hast noch einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen, die Telegram-Gruppen. Also ich empfinde es auch als absolutes Geschenk, diese Gruppen zu haben, wo man so viel entdecken, kennenlernen darf. Ich habe wir sind jetzt über ein Jahr da und ich habe ziemlich bald meine Gruppe gegründet, ursprünglich nur, weil ich gesagt habe, ein paar Leute, die man kennenlernt. Ich habe dann so gesagt, Paraguay-Freunde, die ersten, die man kennengelernt haben. Und dann hat sich das so schnell entwickelt. Und ich kriege da so oft auch die Rückmeldung, wie wertvoll und wichtig das ist, dass man einfach vorher diese Eindrücke hat, dass man sich vorher schon verknüpfen kann, auch manche Menschen dann schon im Vorfeld sozusagen kennt und man sich hier dann trifft live. Und das ist dann nochmal ganz was anderes, wenn man so startet. Schön. Ja. Definitiv. Ja, Conny, du bietest ja medizinische Fußpflege an. Das beinhaltet auch so diese krankhafte, verdickte Hornhaut und Erkrankung der Fußnägel, so Verdickungen oder wenn man in der Beweglichkeit eingeschränkt ist, ich glaube, Hühneraugen entfernen und für Diabetiker und Beratung. Was ganz genau machst du und was macht dir daran so Freude?
Ja, dadurch, dass ich ja Krankenschwester bin, habe ich mich ja natürlich immer mit der Anatomie und der Physiologie der Füße natürlich immer ausgekannt und habe mir gedacht, okay, dann mache ich halt weiter in der Materie und habe in Deutschland dann schon einige Patienten gehabt, Kunden gehabt. Und schau mir halt diese Füße erstmal genau an. Wenn man die Füße sieht, weist schon auf viele Krankheiten hin, was man sehen kann. Was halt sehr gut ist, auch gerade Diabetiker können kommen, wo ja die Blutungsneigung sehr hoch ist, oder gerade Makomar-Patienten, das typische Medikament, oder ASS-Patienten, Bluter, Rheumatiker und so weiter. Dafür wird die medizinische Fußpflege halt hergenommen, eher weil dann die ausgebildeten Kräfte dann natürlich auch eher reagieren können, wenn jetzt mal wirklich jemand blutet oder sowas, dass die das eher wissen, ne, und reagieren natürlich können auf die Erkrankung. Und dann wird halt die Hornhaut vor allen Dingen, viele haben halt wirklich viel Hornhaut unten drunter. Und mit diesen modernen Geräten, was ich dabei habe, wird das halt ordentlich abgetragen oder an den Zehen, wenn da richtig dicke, fette Verdickungen drauf sind, kann man das halt schöner abtragen als natürlich hier mit der Schere oder sowas. Funktioniert natürlich mit diesen Geräten natürlich um einiges besser. Jetzt ist ja das etwas, ich sage jetzt mal, was wir gerade so aufgezählt haben, eher so Herausforderungen, sage ich jetzt mal, im gesundheitlichen Bereich. Wenn es jetzt darum geht, um gesunde Füße, was kann man so in der Prävention, im Vorfeld, in der Vorbeugung tun, damit man seine Füße gesund und fit erhält, weil auf die sind wir ja echt angewiesen. Hast du uns da vielleicht auch ganz praktische Tipps so aus deiner Erfahrung raus? Na gut, im Normalfall, wenn man jetzt ganz normal mit seinen Füßen umgeht, hat man eigentlich so wenig Probleme. Aber man merkt halt gleich, wenn welche jetzt zum Beispiel zur Hornhautneigung haben, was man halt dann machen kann, dass man sie gut cremen kann, dass man auf so eine Sachen achtet und so weiter. Und auch Empfehlungen, welche Cremes dann natürlich eher angebracht sind. Oder gerade mal Fußpilz, wo viele ja Probleme haben, was man da hinweisen kann, was man für Mittel anwenden kann, die auch wirklich dann was bringen und dann langfristig auch was bringen. Also das finde ich jetzt spannend, so dieses zur Hornhaut neigen, hast du ja gerade so gesagt. Ich fand es ganz spannend. Wir sind ja jetzt seit 5 Jahren auf Weltreise und ich habe ja immer offene Schuhe an, so Schlappen halt, ja, die einfach für mich total bequem sind. Und das ist wunderbar. Und daheim hatte ich mal auch so offene Schuhe von einer bestimmten Firma. Und wenn ich die anhatte, die habe ich auch total geliebt, weil ich da gut drin gelaufen bin, aber da habe ich immer Hornhaut gekriegt. Also das fand ich im Nachhinein spannend und dachte, anscheinend hängt es damit auch ein Stück zusammen, welche Schuhe man trägt. Ja. Mit Sicherheit ist wichtig, ja. Und das ist jetzt mit denen, die ich jetzt habe, überhaupt nicht der Fall. Und dann hast du jetzt gerade gesagt, auch so ein bisschen Fußpflege, Füße cremen. Ich habe zum Beispiel eine Creme, die ich liebe, die hat auf der Basis der Aloe mit Bienenpropolis und kein Wasser drin. Und es ist natürlich total angenehm für die Füße, erstmal nicht nur für die Füße, natürlich für die ganze Haut, aber in den Füßen ganz besonders. Und ich weiß, mein Papa, der hat eben ganz viel mit Hornhaut. Da ist die natürlich ganz besonders unterstützend, dass er erstens weniger auftritt oder natürlich nach einer Behandlung auch. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, was für Creme man auf die Haut bringt, denn die Haut ist ja unser größtes Organ und ich glaube, da dürfen wir schon darauf achten, was kommt da auch drauf. Ja, definitiv. Ja, schön. Gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt sagen möchtest, weitergeben möchtest, was dir im Herzen liegt, liebe Conny? Was mir am Herzen liegt. Also, die Menschen, die hierher kommen, sollen sich auf jeden Fall immer die Zeit nehmen. Ich mache das jetzt sehr, sehr oft und sehr gerne und genieße einfach. Ich sitze einfach mal eine halbe Stunde da und höre den Kolibris hier zu. Und gucke ihn zu. Es ist so wunderschön, die Artenvielfalt von diesen Kolibris bloß. Und das Schauen, das Zuhören, das tut so gut und das bringt ein Stück Freiheit. Sehr schön. Das kann ich den Leuten einfach nur empfehlen. Also du bist ja jetzt wirklich hierher gekommen und hast ganz schnell sozusagen gesagt, ich starte schon gleich mit meiner Selbstständigkeit. Und gleichzeitig eben kann man, und das ist, glaube ich, auch dieser große Unterschied, gerade wenn man hier startet mit der Selbstständigkeit,
sich diese Zeit hier ganz anders nochmal einteilen, dieses, ja, wie soll ich sagen, auch das Genießen, dieses Tranquillo, was hier einfach so, ja, ganz entspannt sein und dieses einfach nur mal den Kolibris zuschauen oder wir haben kürzlich Tukane gesehen, so wunderschön, oder die gibt es ja, diese kleinen Papageien, und allein wenn man dieses Grün schaut, ja, das ist, und die ganze Umgebung ist ja sehr entspannt, und von daher glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Punkt, wirklich zu genießen. Und gerade, und danke, Conny, dass du sagst, wenn man neu hierher kommt, weil ich sage jetzt mal, die Entscheidung, dann der Weg, der Flug, Neustart, das ist ja durchaus auch etwas, was herausfordert und was auch Kraft und Energie kostet. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, auch erstmal hier wirklich anzukommen und sich diese Ruhe zu gönnen und wirklich zu genießen. Also von daher ganz lieben Dank für den Tipp. Gerne. Ja, wir werden deine Kontaktdaten unten in die Shownotes schreiben. Man kann sich einfach bei dir melden, wenn man in der Gegend wohnt, rund um Independencia, oder auch wenn man vielleicht mal dort Urlaub macht, denn auch das ist ja möglich. Und man kann zu dir kommen, wenn man medizinische Herausforderungen hat mit den Füßen, und man kann auch sonst sich einfach bei dir melden. Ja. Sehr schön. Ja, dann sage ich dir ganz lieben Dank, Conny, für die Zeit jetzt, dass du dir Zeit genommen hast und dass du einen kleinen Einblick gegeben hast in das, was du anbietest. Und uns allen und euch wünsche ich wirklich einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und auch wirklich freies Leben. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es gern mit deinen Freunden. Abonniere den Kanal und schreibe in den Kommentar, was machst du in Paraguay und was ist dir wichtig, nach was suchst du vielleicht sogar auch. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bis bald wieder im Paraguay-Talk. Ciao, liebe Grüße, deine Amata.